dem Gott Zeus. Der Göttin Athene. Dem unbekannten Gott. Athena, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn als ich umhergegangen bin und mir eure Heiligtümer angesehen habe, da fand ich auch einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Aber, edle Männer, der Gott, der die Welt gemacht hat, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Atem gibt. Wir sollten uns Gott nicht vorstellen als ein Abbild, erschaffen durch die Kunst und Vorstellungskraft von Sterblichen. Gott hat zwar über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, aber nun, da der Mensch an Einsicht gewinnt, lässt Gott allen Menschen verkünden, dass sie Buße tun sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem wird er über die Welt richten lassen. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn selbst von den Toten erweckt hat. Ihn selbst erweckt hat? Von den Toten? Und er fuhr auf in den Himmel, wo er auf den Tag wartet, an dem gerichtet wird über uns, ob wir an ihn geglaubt haben. Jesus von Nazareth. Das ist eine völlig neue Lehre. Deine Botschaft ist neu und seltsam. Du sagst, er ist von den Toten auferstanden. Ja,